Moin, moin, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard Spezial. Heute mit einer ganz besonderen Episode, weil der Super Bowl steht vor der Tür. In wenigen Tagen ist endlich wieder das größte Einzelsport-Event der Welt. Darüber wollen wir heute sprechen, ein bisschen zurückblicken, was schon so alles passiert ist an bunten Geschichten. Und wie immer mache ich das nicht für mich alleine, sondern ich mache es vor allem für dich und mit dir, Carsten. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Du machst das für mich und mit mir. Das genau. Ist, finde ich, großartig. Im Endeffekt machen wir es natürlich aber auch nicht nur für uns, sondern auch für alle, denn da kann man natürlich jetzt auch kommentieren. Da können wir dann natürlich nicht in der Sendung drauf reagieren, aber wir schreiben ja brav und artig Antworten. Super Bowl, klar, größtes Sportereignis. Man muss sich nur diese Größenordnung mal klar machen. Also Baseball ist ja in Amerika die zweitgrößte Sportart. Da kostet ein 30-Sekunden-Spot bei der World Series 500.000, so knapp über 500.000. Beim Oscar, den ja nun auch ein paar Menschen auf der ganzen Welt gucken und speziell in Amerika, 2 Millionen. Und beim Super Bowl sind wir schon bei 5 bzw. 5,5 Millionen. Für ein 30 Sekunden. Wohlgemerkt. Also die Zeit, die wir beide jetzt gerade geredet haben, kostet knapp 5.250.000. Das muss man sich leisten können. Da werben natürlich auch nur die größten Firmen dieses Planeten und geben sich immer besonders viel Mühe. Du, das muss man ja auch mal sagen. Die Werbespots, die da laufen, sind große Klasse. Du, das hat ja schon Tradition. Also in den 90ern gab es die Frösche von Budweiser, die also das ergänzende Quaken ergab Budweiser. Das war ein großartiger Spot. Man sah Frösche, die auf einem Blatt sitzen und hat sich wirklich die ersten 30 Sekunden hätte Budweiser sich sparen können, aber das war halt der Gag. Die Kamera zog immer weiter auf und die Frösche quakten. Und das Quaken hast du am Anfang wirklich nur als Quaken wahrgenommen. Und dann sahst du, das war irgendwo in den wahrscheinlich Everglades oder was auch immer, eine Kneipe und da ganz im Hintergrund leuchtete Budweiser als Neonreklame. Und die Frösche haben da hingeguckt, haben es abgequakt. Dann natürlich klar in den frühen 90ern Apple mit dem Spot, der aussah wie 1984, der George Orwell. Klassiker. Also da wird wirklich viel gemacht. Da gibt es, Ridley Scott hat für Nissan mal einen Spot gemacht. Also da wird wirklich weder Kosten noch Mühen gescheut und das ist phänomenal. Also es macht auch Spaß zuzugucken. Der begehrteste Werbespotplatz der Welt. Der Super Bowl, er ist nicht nur sportlich exorbitant, sondern er ist eigentlich so the biggest show on earth. Geht los mit der Pre-Game-Show, geht los mit der Nationalhymne, die immer von einem Star gesungen wird. Halbzeit-Performance ist auch immer die Hot Volée. Dieses Jahr wird Pink die Nationalhymne singen. Hast du so im Kopf Sänger, Sängerinnen, die dir in der Geschichte des Super Bowl besonders imponiert haben oder über die du dann auch mal lachen musstest? Also fangen wir mal hier oben an. Also die größte Performance war, glaube ich, Whitney Houston. Also das war wirklich ein Gänsehautmoment. Und wir müssen natürlich, wenn wir über Nationalhymnen reden, jetzt gerade beim College Championship, also hat Trump es ja vorgemacht, dass man den Text vergessen kann, was natürlich eigentlich nicht geht. Speziell, wenn du gebucht bist, um dort zu singen. Und wenn du auch noch einen amerikanischen Pass hast, sind das eigentlich zwei Faktoren, weswegen du diesen Text können musst. Gelingt ja nicht allen. Christina Aguilera war das beste Beispiel. Da war wirklich leer da im Kopf. Also das war schlimm. Sie hat einen neuen Text kreiert und hat den Rest auch noch so ein bisschen umgebaut. Das war schlimm. 2011 war das? Ja. Danach hat sie sich dann auch entschuldigt und meinte, ja, ich hoffe, ihr glaubt mir aber trotzdem, dass mir unsere Hymne eine Menge bedeutet. Aber das ist natürlich schon doof, wenn dir die halbe Menschheit zuguckt. So ein bisschen wie Sarah Connor damals. Ja. Brüh im Lichte, genau. Das da habe ich mich auch gefragt, also was möchte sie mir damit jetzt sagen? Sie will sich so eine japanische Tütensuppe im Licht brühen? Ja. Oder? Das ist, klar, nochmal, wir beide, ich könnte sie jetzt auch nicht singen. Nee. Also weder die eine noch die andere. Aber die bekommen da ja auch ein bisschen Schotter für. Und ich finde, dann kann man auch erwarten, dass man sich die Mühe macht, um diesen Text einigermaßen anständig auswendig zu können. Du, genauso wie ich weiß, wenn ich irgendwie einen Film drehe oder ich spiele Theater, dann weiß ich ja, da gucken Leute zu. Und genauso weiß ich als anstelle Christina Aguilera, / Management Christina Aguilera. Absolut. Warte mal, da guckt eine Milliarde Menschen zu. Sind wir textsicher? Hast du es drauf? Also die Frage muss ja gekommen sein. Vor allem bedeutet dem Ami seine Hymne ja viel mehr als dem Deutschen seine Hymne zum Beispiel. Also, ja. Ein Aufreger natürlich, wenn wir schon so ein bisschen bei ist in die Hose gegangen sind, war natürlich auch 2004, der Super Bowl in Houston, Nipplegate. Oh ja. Justin Timberlake und Janet Jackson performen und plötzlich entblößt
Justin Timberlake die Brustwarze von Janet. Das hat im prüden Amerika für viel Aufregung gesorgt. Seitdem wird die Halbzeitshow ja auch immer so ein bisschen zeitversetzt. Der ganze Super Bowl wird 5 Sekunden zeitversetzt gesendet. Eben aus diesem Grund, denn es gibt ja noch, also es gab zwei Momente, die NFL dazu bewegt haben, das kurz zeitversetzt zu senden. Es gibt einen Engländer, der Flitzer ist, also von Beruf tatsächlich. Der ist bei inzwischen, lass mich lügen, vor ein paar Jahren waren es 275er, 285 Sportveranstaltungen weltweit. Und der ist tatsächlich beim Super Bowl aufgelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Gib mir mal bitte kurz deinen kleinen Balder. Gib mir den mal bitte. Ja, aber nur kurz. Weil diese Größe hatte er hier vorgeklebt, also das muss man sich so vorstellen, damit er wirklich jetzt keine wegen Entblößen, sondern nur wegen Flitzen, also mit Tesafilm und Klebeband. Und hier oben war das Logo eines Casinos, also es war von großer Hand geplant, es war bezahlt und diese beiden Faktoren inklusive Nipplegate haben halt dazu geführt, dass man sagt, okay, pass auf, wir senden ganz kurz ein paar Sekunden zeitversetzt, falls da mal wieder irgendwas passiert. Wenn du beruflich Flitzer bist, hast du es aber auch geschafft. Ich meine, wir flitzen ja auch gerne, aber nur im Dunkeln und wir machen das eigentlich also nur für uns Klo, tatsächlich mal. Aber der bekommt dafür Geld. Du, also ich möchte nicht wissen, das hat Flo jetzt gerade hinter der Kamera völlig irritiert, der ist nämlich auch da. Flo wollte dazu was sagen. Ich wollte nur fragen, was ihr davon haltet, dass Justin Timberlake denn jetzt dieses Jahr wieder darf. Oder? Ja, er produziert, das hat ihn nicht, also er ist jetzt nicht raus vor Lifetime, sondern dieses Jahr produziert er die Halbzeitshow. Ja, ich fand den Spot großartig, do you have time, do the halftime show, fand ich toll. Er ist ein großer Künstler, er ist ein großer Performer und ganz ehrlich, du kannst mir nicht erzählen, dass das damals von den beiden nicht vielleicht doch irgendwie geplant war. Denn sie hat diesen Ring um die Brust, war so, dass man halt wirklich das große Ding da, was sie nicht sieht. Also das war alles extrem komisch. Ja, sie hatte halt so einen exorbitant großen Schmuck auf der Brust, den man jetzt eigentlich nicht permanent und vor allem trägt. Wenn es keiner sehen soll. Richtig. Frage. Also entweder hat sie vorher gesagt, hier Justin, guck mal, ich bin da ganz stolz, ich habe mir was Neues gekauft. Oder da war wirklich Planung hinter. Hat natürlich für gewaltig Furore und Aufsehen gesorgt. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Also weiß ich nicht, wo jetzt das Problem ist. Da gibt es auf der Welt, speziell auch in Amerika, größere Probleme, um die sich die Amis kümmern sollten und auch wir in der Welt kümmern sollten, als uns darüber aufzuregen, dass Janet Jackson, die mal früher the sexiest woman alive war und so weiter und so fort. Also komm, lass mir die Kirche im Dorf. Und um da auch wieder bei Sarah Connor zu bleiben, da kann ich mich auch noch dran erinnern, die war doch mal bei Wetten, dass in so einem durchsichtigen Fleischkostüm irgendwie. Ja, das hat auch für große Aufregung. Wo die große deutsche Tageszeitung mit 4 Buchstaben und jede andere Tageszeitung natürlich auch drüber diskutiert hat, hat sie jetzt einen Schlüpper an oder nicht? Absolut. Oder was, wie, wo? Genau. Und Justin Timberlake war damals, das war seine Hochzeit, da war ja richtig angesagt und Janet Jackson war ja schon wieder ein bisschen out. Die war ja auch fast mal so bekannt wie Michael Jackson, der übrigens ja auch mal beim Super Bowl aufgetreten ist. Und das war meiner Meinung nach tatsächlich eine der großartigsten Performances. Ja. Also es gibt ja Halftime-Shows durch und durch. Es gibt gute und es gibt schlechte. Und manchmal fragt man sich natürlich schon, man muss sich das ja so vorstellen, noch jetzt, bevor dieser Super Bowl läuft, ist es ja so, dass die NFL jetzt schon überlegt, wer in den nächsten auftritt. Dann wird genauestens beobachtet, da gibt es ein Komitee, wer verkauft Platten, wer zieht Menschen, wer ist in der Zielgruppe besonders funktionabel. Damals Michael Jackson, großartige Performance, wirklich muss man sagen, das hat das alles, was wir jetzt sehen, also was die heutige Generation sieht, die profitieren noch heute davon, weil das war das erste Mal, dass wirklich eine große Bühne inszeniert wurde, das groß mit Tänzern, mit allem Pipapo, Billie Jean, Black and White, das waren wirklich großartige Songs, die er da performt hat und auch wirklich dargeboten hat in einer absolut einzigartigen Art und Weise, die es vorher noch nicht gab. Dann damals natürlich in Gedenken für den 11. September, U2, das war auch toll. Und vor allem eine Sache sollte wirklich jeder mal googeln, ist die Performance von Prince. Mhm. Also Prince hat nicht nur seine eigenen Songs gesungen, sondern auch hat auch gecovert. Er hat aber besser gecovert als das Original. Das Stadion hat gerockt, das war wirklich geil. Das sind so Sachen, wo ich sage, kann man sich angucken. Und schlechteste Halftime-Performance wissen wir auch beide. Haben wir auch lange philosophiert, aber es ist die schlechteste. Man stelle sich New Kids on the Block, also für alle, die jetzt ein bisschen jünger sind, New Kids on the Block ist sozusagen die, also nach den Beatles sozusagen die zweite Boyband gewesen, die man in Amerika kannte. Die sind aufgetreten und zwar mit Disney-Figuren zusammen. Das war
ich will nicht sagen, aber es war schlecht. Gewöhnungsbedürftig. Es war, ja, es war zum Wegschalten. Eine meiner Lieblingsgeschichten ereignete sich 2009 in Tampa, als es aufgrund eines Einstellungsfehlers plötzlich dazu kam, dass 80.000 Menschen in Tucson, in Arizona, 30 Sekunden lang ein Hardcore-Porno zu sehen bekamen. Ja. Da ist irgendwas innerhalb der Leitung schiefgelaufen, plötzlich macht es Klack und dann haben die 30 Sekunden lang einen schönen Blowjob gesehen. Ja, das ist auch schiefgelaufen. Auch eine sehr schöne Geschichte. Dazu muss man ja allerdings sagen, sowas läuft ja, zu der Zeit gab es ja noch nicht so Kabel und Kabel on Demand und dies und das. Also bis heute wird ja spekuliert, wie dieser Film da reinkam, weil er in keinem der angeschlossenen Satellitensender ja übertragen worden ist. Also ja, entweder hat sich ein Techniker, so wie jetzt unser Flo gesagt, Mensch, hinter der Kamera ist so langweilig, ich stecke da mal eine Videokassette rein und drück mal kurz auf Play, mal gucken, was passiert. Ich veräppel die hier alle. Also das sind so Momente... 2013, legendär, Blackout im Stadion plötzlich, ja. Mercedes-Benz Arena, während des Super Bowls, Ravens gegen die 49ers, ja. War das Licht plötzlich aus. Auch da gibt es ja so Verschwörungstheorien, dass es sogar vielleicht geplant sein könnte, weil natürlich sind die Umsatzzahlen innerhalb des Stadions gestiegen, sind alle schön fressen und trinken gegangen. Die Fernsehsender konnten noch ein paar extra Spots unterbringen. Du bist so ein Illuminatentyp, ne? Ja, schon. Also da ist einfach ein Generator vorm Stadion durchgebrannt. Ich glaube jetzt nicht, dass sich irgendeiner der NFL gesagt hat, pass mal auf mit seinem Taschenrechner. So, dann kriegen wir so und so viel mehr Spots unter. Weißt du was? Lass mal ausmachen, die Scheiße. Dover muss mal kurz das Kabel mit der Schere durchschneiden. Ja. Gut, der hat danach für immer eine Lockenfrisur, aber ist egal. Wir haben noch zu viele Hotdogs. Mach mal einer das Licht aus, wir müssen ein bisschen was verkaufen. Ja, aber das sind so Momente, das ist natürlich genau das. Und da musst du, dann sind wir einfach wieder bei Günter Jauch und Reif damals mit, wie hoch ist ein Tor, wir brauchen ein Tor. Das haben die Amerikaner damals souverän gelöst. Und das war einfach, das sind Geschichten, die der Super Bowl schreibt. Denn wir dürfen ja eine Sache nicht vergessen. Es gibt eine Statistik, die 10 erfolgreichsten Einschaltquoten in Amerika. Das ist 9-mal der Super Bowl. Und was ist das 10.? Wahrscheinlich nicht ein Fußball-WM-Finale. Eher so in den 70ern. Nein, in Amerika. Schätz mal. Das Finale der Serie MASH. Ah ja, echt? So. Hörst du irgendwo das Wort Mondlandung? Ich nicht. Ja. Und das ist nämlich genau der Punkt. Wir müssen da einfach wirklich ganz, ganz klar sagen, jeder amerikanische Haushalt, der sieht das als Feiertag. Es ist bei denen nicht mehr Nacht. Wann war die Mondlandung? Ende 60er, Anfang 70er? Da haben wir wahrscheinlich noch nicht so viele Leute den Fernseher gehabt. Ja, und wann war MASH? In den 70ern. Ja. Also es ist schon... Für MASH bin ich ein bisschen zu jung. A-Team und so kenne ich. Aber echt? MASH nicht? Hawkeye, ich kenne MASH, aber ich habe es nie gesehen. Raider O'Reilly, großartig. Großartig. Ich habe das Plakat vor Augen. Das ist so ein grauhaariger, ne? Das ist, glaube ich, der... Colonel Potter. Ja, okay. Ja. Nee, ist eine großartige Serie. Also kann ich nur wärmstens empfehlen, wer unseren Humor so mag, der sollte sich tatsächlich... Menschliche Schicksale haben sich natürlich auch im Rahmen des Super Bowl ereignet. Es gab mal bei den Raiders einen Spieler, der war plötzlich verschwunden. Der ist dann auf Drogen gewesen, war in Mexiko, kam wieder und hat sich gefragt, wann ist denn das Spiel? Dann eine auch meiner Lieblingsgeschichten, Eugene Robinson. Ein Starverteidiger der Falcons damals im Super Bowl in Miami hat am Tag vorm Super Bowl den Bart Starr Award bekommen. Ja. Wirst du ausgezeichnet für besonders hohe moralische Werte. Ja. Ist dann in der Nacht, obwohl auch seine Familie in Miami war, nochmal stiften gegangen ins Rotlichtbezirk, hat dann da ausgerechnet einer zivil gekleideten Polizistin wohl $40 für einen Blowjob angeboten. Wurde verhaftet, war ein bisschen doof. Waren natürlich dann auch die großen Schlagzeilen. Er durfte spielen, aber er hat unterirdisch gespielt. Die Falcons haben dann auch gegen die Broncos verloren und seinen Bart Starr Award musste er auch wieder abgeben. Tja, aber nochmal, kommen wir mal ganz kurz auf diesen Center. Barrett Robbins heißt der. Mhm. Der sagte ja sein Teamkollege Frank Middleton, ob der eine Allergie hätte gegen schlechten Tequila. Weil die ganze Geschichte ist so in sich. Also klar hat er Medikamente genommen gegen eine Depression. Aber... das war ja der berühmte Gruden Bowl, also die Raiders gegen die Tampa Bay Buccaneers. Und die Raiders hatten ihr Teamhotel natürlich wie die Buccaneers auch in San Diego. Von San Diego ist es ja rein theoretisch nur Spuckweite nach Tijuana. In Tijuana kannst du ja feiern bis zum geht nicht mehr. Also Tijuana ist sozusagen Reeperbahn in schlimm als ganze Stadt. Wollte ich gerade sagen, und in groß. Und in groß, ja. Und heutzutage sagt man ja, das ist die Apotheke von Kalifornien, weil da jeder hinfährt und irgendwie alles Mögliche kaufen kann. Der ist also darüber, ist aus dem Teamhotel einen Tag vorm Spiel los und hat sich tatsächlich so weggelötet, dass er dachte, die haben schon irgendwann im angetrunkenen Zustand
den Super Bowl gewonnen, hat dann weitergefeiert und ist irgendwann wieder aufgetaucht, konnte natürlich nicht spielen und fertig aus. Das ist so eine Geschichte, wo du sagst, sag mal, Kollege, also du fängst in der Highschool an bis zum College und willst immer nur in den Super Bowl und dann bist du da und... Er soll wohl irgendwie auch eine bipolare Störung haben. Also ist offenbar auch sehr krank, der Junge. Okay, aber noch eine Geschichte. Cincinnati Bengals, Fullback, extrem wichtig damals fürs Running Play. Ein Tag vor dem Super Bowl läuft also dieser besagte Spieler, der schon zweimal wegen, wie heißt es so schön in der NFL? Er hat ein schönes Näschen. Nein, Substance, bla bla bla, also dass man irgendwelche... Verbotenen Substanzen. Genau, verbotenen Substanzen. Läuft also high wie so ein Drache, der da oben rumfliegt am Bändchen, seinem Trainer im Gang über den Weg und ist voll drupp. Also der war, glaube ich, komplett einmal durch ganz Kolumbien. Und ja, dementsprechend durfte er nicht im Super Bowl spielen und durfte auch nie wieder in der NFL spielen. Also hat dann auch seinem Team den Sieg gekostet und. Das sind so Geschichten, wo du sagst, Freunde, das kann nicht passieren. Aber wenn wir schon über Super Bowl reden, ich finde es ja erstmal großartig, dass der Super Bowl, wir sagen ja immer Super Bowl, Super Bowl, Super Bowl, der sollte ja gar nicht so heißen. Da fängt ja das Ganze schon mal an. Es wurde ja ein Name gesucht. Ja, und nennen wir es Championship, bla, Finals, wie, was, wo. Also es gab tausend Ideen und der damalige Besitzer der Kansas City Chiefs hat in einem Brief, in Anführungsstrichen, dieses Spiel immer Super Bowl genannt. Damals gab es ein Spielzeug, das hieß Super Bowl und er hat es daran angelehnt, irgendwie, weil er keinen Namen hatte, weil es gab ja keinen offiziellen Namen. Und das fand der damalige Commissioner irgendwie ganz gut und hat gesagt, so, das Ding heißt jetzt Super Bowl. Bums, es ist ja auch nicht so, dass der schon immer... Nee. Im Februar stattfand. Also er fand ja auch lange im Januar statt. Ja, wurde dann, als dieses tragische Ereignis damals in New York und in den USA passiert ist, auch im Pentagon mit dem 11. September, wurde er halt nach hinten verlegt. Und seitdem haben sie halt festgestellt, dass da die Einschaltquoten im Februar viel, viel höher sind und viel mehr, und da sind wir wieder bei deinen Verschwörungstheorien, dass man damit natürlich viel mehr Geld verdienen kann und dementsprechend ist er seitdem im Februar. Ja, und um auch noch ein bisschen sportlich zu werden, wir haben auch mal ein bisschen geguckt, was denn eigentlich so die schlechtesten Werte sind während des Super Bowls. Nämlich einmal gab es nur 7 Passversuche von einem Quarterback und einmal gab es nur 4 angekommene Pässe. Und aus beides Mal war der Quarterback der Miami Dolphins. Ja, das war klar, dass du mir jetzt diesen Ball rüberspielst. Ja, das waren aber zwei unterschiedliche Super Bowls. Also einmal 7 Passversuche und einmal 4 angebrachte Pässe. Das ist schon schlimm. Das ist doch schön, da stehen deine Dolphins auch im Rekordbuch. Also zum Beispiel im Super Bowl 17. Also das war so ein Ding, da habe ich gedacht, was passiert hier? Also der muss doch mal... Nee. Viermal hat ein Receiver gefangen. Das kann man mal machen, muss man aber nicht. Aber Denver Broncos zum Beispiel auch. Wenigsten Passing Yards. 35. Ja. 35. Das ist so, als würde Blake Bortles da spielen. Ja, läuft. Vielleicht war es. War es gar nicht Manuel Neuer, sondern es war Blake Bortles. Und da sind wir wieder bei Blake Bortles. Also Wildcard-Teams, das heißt ja immer, ja, die gewinnen den Super Bowl. Haben einige schon gewonnen. Erstes waren damals in den 70ern, damals die Raiders, die es tatsächlich von der Wildcard-Runde bis zum Super Bowl geschafft haben. Also da geht einiges, also muss man sagen. Genau, das wahrscheinlich geilste Super Bowl-Comeback haben wir alle noch im Kopf. Das war nämlich vergangenes Jahr. Als die Patriots trotz hohem Halbzeitrückstand doch noch die Falcons in der Verlängerung geschlagen haben. Sportlich sicherlich ein Highlight. Also da sind wahrscheinlich viele von euch, von uns, zur Halbzeit ins Bett gegangen. Und da ging aber noch einiges. Da ging noch einiges. Also apropos ins Bett gehen. Also bestes Beispiel war ja Mark Wahlberg, der gesagt hat, so, ich gehe jetzt einfach mal. Das Egel lutscht der Drops und dann drehen die das Rad noch rum. Es gibt so viele Geschichten um den Super Bowl, um Ergebnisse. Wenn du mir überlegst, die 49ers haben damals mit 55 Punkten den Super Bowl erobert. Und dann hätten die Dallas Cowboys diesen Rekord brechen können. Die hatten schon 52 Punkte auf der Uhr. Und der Defense-Spieler läuft mit dem Ball. Defense-D-Liner, Leon Lett, hier hat er den Ball. Und auf der 1-Yard-Linie schlägt der Spieler der Buffalo Bills das Ding raus. Das ist natürlich richtig ärgerlich. Da hättest du, wie du gerade sagst, fürs Rekordbuch dich verewigen können, konnten sie nicht. Also es gibt so viele Geschichten und es gibt so viele Spiele, wo du sagst, großartig. Ja, vor allem das Spannende ist halt, dass tatsächlich die halbe Menschheit zuguckt. Man natürlich dadurch auch eine große Bühne hat. Also ich weiß noch, im vergangenen Jahr hat ja Lady Gaga die Halbzeitshow gemacht und ich habe irgendwie so ein bisschen drauf gewartet, dass es so Proteste gegen Trump gibt. Ja. Gab es ja dann nicht.
Ich bin mal sehr gespannt, ob irgendein Künstler diese Bühne dann in diesem Jahr nutzt, um seinen politischen Protest zu äußern. Sagen wir es mal so, also wenn Justin Timberlake für den nächsten Skandal sorgt, dann kann er, glaube ich, selbst mit 96 noch Platinplatten verkaufen, dann wird der da nie wieder auftreten. Bei Pink kann man mit sowas rechnen. Also ich kenne Pinks Mann. Ja, persönlich? Ja, tatsächlich persönlich. Der Motorradfahrer, ne? Genau, ja. Crossfahrer. Crossfahrer und wirklich geiler Typ. Hat ein Tattoo-Studio, daher kennen wir uns auch in Las Vegas. Bei der Familie musst du mit allem rechnen. Mhm. Speziell denk mal an den Song Dear Mr. President. Also, ob das eine schlaue Idee ist in der momentanen Situation, einen Künstler die Nationalhymne singen zu lassen, der eine nicht ganz unerfolgreiche Platte als wirkliche durchgehende Kritik damals an Bush und so hat, das ist gewagt, aber gut. Ich habe mal ein Konzert von Pink hier in Hamburg gesehen, auch relativ weit vorne. Die Frau ist einfach der Hammer, also die ist ja echt klein, aber wahnsinnig drahtig, unfassbar muskulös und hat eine echt tolle Ausstrahlung. Vor allem hat die einen geilen Humor, also sie hat einen, gibt ja dieses, bei uns heißt es versteckte Kamera, drüben heißt es Prank, die hat die ganzen Motorräder ihres Mannes verklumpen lassen, also völlige Zerstörung und er kam dann nach Hause. Fand er jetzt nicht so gut. Es ist lohnenswert, also sollte man sich angucken. Pink und dann Pranked bei YouTube ist großartig. Aber wenn wir schon von Auftritten reden, also es gibt ja immer noch die Leute, die sagen, wer ist jetzt der Größte? Ist es Brady oder ist es Montana? Also Montana, dreimal MVP, großartig abgeliefert. Also für mich müssen wir jetzt, glaube ich, nicht. Ja, du bist da wahrscheinlich auch noch sehr Traditionalist, weil du mit Montana natürlich viel mehr aufgewachsen bist und wahrscheinlich auch noch deine Leidenschaft für Football, weil sie noch am Wachsen war, vielleicht dann auch da noch intensiver war. Mag sein, aber ein Quarterback-Rating von 127,8 ist schon Durchschnitt aller Super Bowl-Auftritte. Das ist schon ordentlich. Aber das ist ja auch das Schöne, deswegen wird ja auch immer fleißig diskutiert. Es muss ja nicht jeder denselben Goat haben. Nee, darf ja auch jeder seinen eigenen haben. Aber es gibt zum Beispiel tatsächlich, wenn wir von Goat reden, also den Greatest of All Time, gibt es tatsächlich nur einen, wo ich sage, was Special Teams angeht, Desmond Howard damals ist der einzige Special Teamer, der jemals eine MVP-Trophy im Super Bowl gewonnen hat, weil er einfach mal gesagt hat, gib mir mal her das Ding. Abfahrt großartig. Damals für Green Bay, das wird Stolle freuen, das war großartig. Also das war wirklich, das war ein Highlight. Ihr merkt, wie immer, wenn es um Boulevardthemen geht, könnten wir noch stundenlang darüber sprechen, aber das sollte nur ein kleiner Anschmecker sein. Wie, sind wir schon fertig? Für das, was kommt. Wir werden das sicherlich in der Nachbetrachtung dann nochmal intensivieren. Na, komm, wir müssen noch, also wenn du über die Dolphins redest, müssen wir auf jeden Fall noch über die perfekte Saison reden. So viel Zeit muss bitte sein, wenn du mir vorhin schon unterstellst, also brauchen wir nicht drüber zu reden. Das hat bis jetzt auch noch kein Tom Brady geschafft. Einfach mal Abfahrt vom ersten Spiel bis zum letzten Spiel. Aber es gab zwei Spiele weniger damals. Ja, schlimm. Aber es war 1973 und es war alles gut. Und dementsprechend, da hat Schuler mal einfach richtig abgeliefert. Deine Miami Dolphins. Meine Miami Dolphins, ja. Guck mal, damals lief's, da warst du noch Fan. Jetzt da war ich noch Fan, da wusste ich noch nicht, da konnte ich noch nicht mal aufrecht gehen. 73, da warst du doch schon in der 12. Klasse oder so. Da hab ich schon, war ich kurz vorm Abitur. War ich ganz kurz vorm Abitur. So schnell wird man hier gealtert. Nur weil der Kollege noch immer von Hans Meiser träumt, heißt das noch lange nicht, dass er wirklich so alt ist. Gute Zeit. Apropos ältester Spieler. Einen hast du noch? Okay. Ja, einen habe ich noch. Ältester Spieler, Super Bowl 42. Colts, Stover. Kicker bestimmt. Ja. Center bestimmt nicht mit 42. Running Back. Ja, Running Back mit 42. So mit dem Rollator. Ja, mal sehen. Also der Brady Tom ist jetzt 40. Der will ja noch ein bisschen spielen. Vielleicht kann er dann sogar den ältesten Spieler im Super Bowl noch in Schatten stellen. Du, da braucht er dann noch zwei. Also dann wäre das nicht dieser Super Bowl, sondern der nächste. Dann wäre er dicht dran. Dann wäre er sogar schon drüber. Da gibt es aber noch Werte, die er noch knacken muss. Erstmal muss er jetzt dieses Jahr in den Super Bowl kommen. Und dann immer noch Phil Simms mit einem Passer-Rating von über 150 als Einzelleistung im Super Bowl. Da muss man sagen, also das hat auch Brady noch nicht geschafft. Da müssen wir nochmal abwarten. Jetzt moderiere ich das ab. Abwarten und Tee trinken. Schon fertig, oder was? Ja. Es gibt noch so viel zu erzählen. Genau, deswegen können wir das ja regelmäßig machen. Ja, aber der Super Bowl ist ja nicht regelmäßig.
Der ist nur einmal im Jahr, ne? Ja, der ist eben nur einmal im Jahr und deswegen sollten wir... Ja, gut, aber du hast recht. Wir verzetteln uns. Wir verzetteln uns. Wir können da noch Tage wahrscheinlich drüber sprechen. Wenn ihr einen euren besonderen Super Bowl-Moment habt oder eine Frage habt, wie auch immer, schreibt es gerne hier unten in die Kommentare. Wie immer haben wir einen Blick da drauf. Denn egal, ob jetzt der 2004er Super Bowl zwischen den Panthers und so weiter und so fort, oder 2000 oder in den 70ern oder 90ern, schreibt es drunter. Flo, du kannst die Kamera ja langsam abdrehen und Carsten erzählt noch ein bisschen was. Ja, und man weiß es ja nicht. Ja, erzähl einfach, ich höre dir zu. Ich finde das total spannend. Okay, komm. Machen wir Schluss jetzt. Tschüss.